FL Studio 21 ist quasi um die Ecke und ImageLine haut immer wieder ein paar Beta-Versionen raus. Und wir sind jetzt im Moment an der Beta 7 angelangt. Wir werden jede einzelne Beta mal kurz ein bisschen durchgehen und ich werde euch genau zeigen, was sich da geändert hat und was wir bei FL Studio 21 erwarten können. Wir können hier die Beta selbst auch runterladen bei diesem Ding hier. Das werde ich auch in der Beschreibung verlinken und wir kümmern uns jetzt direkt mal um die Beta 1. Die Beta 1 ist eigentlich ganz, ganz basic gewesen. Bei der Beta 1 haben wir aber was ganz, ganz Nices dazu bekommen, und zwar Tags. Und zwar allgemein im Browser haben sie verändert. Jetzt haben wir hier einmal den Browser. Das seht ihr schon hier unten. Man kann Tags hinzufügen. Man kann halt hier unter anderem halt Add Tags zum bestimmten Ding machen. Da mache ich halt Drum, Loop, zack. Und dann kann ich hier bei den Tags gucken. Dann kann ich zum Beispiel Drum Loop draufklicken. Und dann haben wir DL Glitch. Ja, so viel dazu. Man kann hier verschiedene Tags für alles Mögliche machen. Man kann auch Multi-Tags machen. Wir können Kick zum Beispiel machen. Dann haben wir hier schon direkt ein paar Stück, die ich halt schon reingeladen habe. Wir können MIDI machen. Das ist halt ganz nett. Und so kann man das hier alles nochmal ein bisschen verbessern. Es gibt auch allgemein Favoriten. Zack, dabei Favoriten habe ich schon eine Head reingefügt. Und ein nice Sample von Sematics. Ich finde, das ist halt eine der besten Erneuerungen von FL Studio 21 bisher. Vor allem das mit dem Browser zu arbeiten, das war immer ein sehr großer Krampf meiner Meinung nach. Vor allem die Suchfunktion. Und jetzt haben wir das quasi von Flex übernommen, was wir da schon kennen. Wir können einmal hier reingucken. Zack. Und dann, wo haben wir hier Flex? Genau. Jetzt haben wir hier unten halt auch schon das Tag-Menü mit der Suche und sowas. Und ich finde es sehr gut, dass sie das einfach von hier übernommen haben und dann da in den Browser reingepackt haben. Okay, gut. Gucken wir weiter. Jetzt haben wir 3X OSC oder halt OSC Later, DX10 und Fruity Kick genau be used im Patcher. Ja, wer Patcher nicht kennt, Patcher ermöglicht es einem, kompliziertere Effektrouten und etc. zu konstruieren. Beim Mixer haben wir immer halt so, dass halt in einer Reihenfolge ist, zeigt, und wir können halt hier auch mit Routing arbeiten und dann halt so noch eigene Sachen machen. Aber hier können wir zum Beispiel mehrere Instrumente reinpacken etc. Können Add-Plugin zum Beispiel, Fruity Convolver, dann können wir Add-Plugin, machen wir mal wo Transistor-Bass und dann können wir das halt miteinander kombinieren etc. und dann in einer Reihenfolge machen und hier wird einem auch erlaubt, quasi eigene Plugins zu machen. Man sieht immer wieder Leute, die haben dann irgendwie einen RC20 Retro-Color-Klon gebaut. Dann gibt es irgendwie für Vocals bestimmte Sachen. Es gibt Leute, die bauen die ganzen Wave-Plugins hier nochmal nach und man kann das halt auch ganz halt hier mit einer Oberfläche versehen. Okay, das ist eine Double Border. Was haben wir hier? Knob. Genau, zack. Man kann die einzelnen Knöpfe noch hinzufügen und die halt einzelnen Funktionen hier zuordnen. Und so kann man dann auch eigene Plugins bauen. Und ich finde es halt gut, dass halt der 3X OSC und die anderen Plugins dazugefügt wurden. Vor allem 3X OSC, weil ich den sehr gerne verwende. Vor allem für Subbase. Ich sage es eigentlich immer wieder. Sehr, sehr gut. Ja, dann haben wir jetzt hier als nächstes Addison und Scripts. Now hardcoded and work on any platform. Ja, okay, gut. Das ist selbsterklärend. Und das halt an jeder Plattform ist halt nice. Ich weiß nicht, ob das jetzt speziell auf Mac auch und Linux gemeint ist oder halt auch, ob dann halt wie so der M1 oder sowas dann noch mit da inbegriffen sind. Aber ist ja nice, dass jetzt auf jeder funktioniert. Deswegen stellt sich die Frage nicht so sehr. Dann haben wir Recorded Audio. Edit Adjust Position of Recorded Audio. Option to the Mixer Input Latency Menu. Ja, Latency oder halt Verzögerung etc. ist halt so eine Sache, vor allem auch beim Aufnehmen. Und da haben wir jetzt hier die Möglichkeit im Mixer. Da haben wir einmal hier oben dieses Menü. Und dann könnt ihr quasi Adjust Position of Recorded Audio. Und, ja, das passt die Position von aufgenommenem Audio an. Wenn wir recorden etc. oder auch unter halt durch das Audio-Interface, das hat halt immer noch eine Latenz. Ich kann jetzt mein Audio-Interface gar nicht anwählen. Haben wir auch eine Latenz von 6 Millisekunden in diesem Fall. Das kann man natürlich auch anpassen. So, das kann man auch länger machen. Das gibt uns noch ein bisschen mehr Pufferzeit und damit haben wir dann auch einen sauberen Klang, der wiedergegeben wird. Aber es verzögert sich halt. Wenn man dann Sound einsingt etc., dann hört man den zum Beispiel, wenn man sich selbst monitort, also selbst halt hört, was man singt, auch verzögert und das macht das Ganze sehr schwierig. Und das wird dann auch teilweise verzögert aufgenommen und mit dieser Funktion hier haben wir die Möglichkeit, das dem halt entgegenzuwirken. Das registriert quasi die Verzögerung, wie das dann eingespielt wird und das finde ich eine nette Erweiterung. So haben wir dann, muss man nicht noch am Ende die Spuren selbst manuell schieben. Gut, was haben wir da noch weiter? Typing to piano. The octave for the typing keyboard can now be changed with Alt plus Numpad 2 to 6. Ja, das war schon immer was mich immer geärgert hat, weil wir haben ja auch die Möglichkeit, hier ein kleines MIDI-Keyboard quasi an der Tastatur zu spielen. Das ist halt hier mit Options und Typing Keyboard to Piano. Also ich kann jetzt hier quasi mit meiner Tastatur was einspielen. Was machen wir hier? Machen wir einfach mal, wo ist Apple Keys? Apple Keys eignet sich dafür immer sehr gut. Jetzt haben wir
Genau, aber ich kann halt nur... Ja, ich glaube, das ist der höchste Ton, das und das. Höher und tiefer geht es nicht. Das habe ich immer ein bisschen gewurmt, weil ich meine, wenn du halt eine Bassline einspielen willst oder sowas, dann und du halt gerade kein MIDI-Keyboard hast, dann musst du entweder einzeichnen, ups, oder spielst sie erstmal höher ein und transponierst die dann runter. Das ist halt ein bisschen ärgerlich. Jetzt kann man quasi mit Alt und den Nummern-Keys, das machen wir mal 6, zack. Jetzt machen wir Alt 2. Perfekt, jetzt kann man das ein bisschen umschalten und ich finde das eine sehr, sehr gute Erweiterung. Und 4. Ja, jetzt sind wir bei 4, sind wir das quasi wieder beim Standard. Sehr, sehr geil. Ganz ehrlich, das wird so vielen Producern einfach das Leben retten. Perfekt. Jetzt haben wir hier Convolver. Impulse Samples no longer have length limit. Hier haben wir Convolver und hier im Convolver haben wir auch einmal die Möglichkeit von einem Impulse. Wir haben einen Equalizer und einmal Impulse. Der Impulse hängt halt im Zusammenhang mit dem Hall. Und man kann da verschiedene Impulse reingeben, die verändern dann den Hall. Und jetzt haben wir quasi hier keine Begrenzung mehr von der Länge des Halls. Das ist halt ganz nice. Ich meine, wenn ihr eine bestimmte Länge von einem Hall haben wollt, dann let's go. Einfach so ein nice to have. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute den Convolver benutzen. Mir ist er nicht so ins Auge gefallen bei anderen Leuten, aber ich finde, der hat einen den besten Hall, unter anderem bei FL Studio. Aber mit Hall, da kriegen wir sowieso noch einen späteren Betas was. Da auf jeden Fall nochmal reingucken. Ich werde nämlich auf das neue Hall-Plugin zu sprechen kommen. Okay, let's go. Jetzt haben wir Debug-Log, Shows Name und Update Browser Folder. Okay, Debug-Log ist jetzt uninteressant für alle. Zumindest halt 99%. Sind Playlist, Rename, Punch In and Out Recording, Markers to Start Recording, Stop Recording. Okay, die haben halt einen Button umbenannt, nicht so wichtig. Plugin Manager, some incorrect plugin search paths are no longer allowed. Okay, Plugin Manager, also wir können halt, also ein paar fehlerhafte Dateifaden sind halt nicht mehr erlaubt. Das ist halt ganz nice. Ich hatte auch unter anderem halt früher nochmal das Problem, dass ich halt ein paar Pfade angegeben habe, die halt wirklich kacke waren, weil da mehrere DLLs drin waren, die aber alle gar keine Plugins drin waren. Und ich hoffe, das hilft dann auch sowas dann später zu vermeiden, weil ich hatte halt eine 3 Millionen Zeilen lange Plugin-Liste und musste immer sehr suchen. FL Studio Mobile, ja, Update auf 4.0.1, gut für alle FL Studio Mobile-Nutzer, ich bin keiner davon, I'm sorry, und ich finde es auch ein bisschen unpraktisch am Handy zu produzieren, aber wenn man unterwegs ist, you go for it. Ja, Scripting, allow direct links for the hub link in a script. Ja, das ist wahrscheinlich auch wieder etwas, was halt 99% der Leute nicht so sehr tangieren wird, aber auf jeden Fall gut für alle Leute, die scripten können, etc. Es gibt auf jeden Fall bestimmt auch nice Sachen, die man damit machen kann. Ich habe mich da nie so wirklich reinfinden können und hatte auch keinen Anlass dazu. Aber gut für alle, die sich damit auseinandersetzen wollen. Das hier war bisher die Beta 1. Wie gesagt, den Link zu der Beta kriegt ihr auch in der Beschreibung und wir gehen jetzt weiter zu Beta 2.